Also Esther Judas Wettingen weiß, dass sie bereits im frühesten Kindheitsalter ein Akkordeon geschenkt bekommen haben. Sie selber spielt jetzt mit 60 dieses Instrument immer noch aktiv und sie stellt die Frage an Sie, nehmen Sie Ihr Akkordeon immer noch ab und zu zur Hand? Nein, nicht mehr. In dem Augenblick, als ich als junger Bursche erkannt habe, dass ich ein Klavier zur Verfügung haben werde, bin ich auf die größere Klaviatur gewechselt, die mich fasziniert hat, und bin beim Klavier geblieben. Heinz Schürmann aus Emmenbrücke staunt, wie es Ihnen immer wieder gelingt, dreistündige Live-Konzerte zu spielen, praktisch fehlerfrei oder fehlerfrei mit Betonung auf Gesang und Text. Und er möchte gerne wissen, wie Sie reagieren, wenn Ihnen dann doch einmal ein kleiner Fehler auf der Bühne unterläuft. Also erstmal, Fehler passieren nahezu in jedem Konzert. Ich erinnere mich vielleicht an zwei Konzerte in meinem Leben, die ich von vorne bis hinten fehlerfrei gespielt habe. Aber ich glaube, auch da habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Man verspielt sich im Klavier irgendwo mal oder man macht Textfehler. Das ist auch menschlich normal. Das passiert mir auch. Man muss sich in so einer Situation über die Situation hinweg retten, schummeln. Man muss irgendwelche unverständlichen Laute, die vielleicht nach einem Wort klingen, dass die Leute das Gefühl haben, ich habe jetzt nicht verstanden, was er gesagt hat. Man muss ein bisschen schwindeln, das geht nicht anders. Aber das Geheimnis ist, sehr, sehr sorgfältig die Texte vorher zu lernen und sie dann zu beherrschen. Und das tue ich schon. Daniel Lagana aus St. Gallen schreibt, Sie sind ein sehr erfolgreicher Komponist und Sänger. Was hätten Sie beruflich auch noch gerne gemacht, beziehungsweise in welcher Rolle hätten Sie sich gerne noch gesehen? Ich hätte mich lediglich in der Musik, innerhalb der Musik, auf verschiedene Gebiete noch gerne bewegt. Kompositorisch hätte ich mich noch gerne mehr gefordert. Nicht nur Lieder geschrieben, sondern auch Kompositionen, die über das hinausgehen. Ich habe es im Ansatz probiert und gemacht, aber nicht so, wie ich das ursprünglich wollte. Aber ich wollte immer Musiker werden und nichts anderes. Angela Domine aus Walbach, sie wollte schon immer mal wissen, ob Sie selber kochen können und wenn ja, welches Ihr persönliches Spezialgericht ist. Neuerdings habe ich die Liebe, kochen kann man das noch nicht nennen, aber ich werde vielleicht mal ganz gut kochen können, aber ich kann Kleinigkeiten kochen und das mache ich auch sehr gerne, die relativ einfach zu machen sind und die mache ich sehr schmackhaft. Ich kann die besten Salate anmachen, also wirklich, ich habe noch nie einen Salat gegessen woanders, der so gut schmeckt wie mein eigener, und ich kann so ganz einfache Gerichte sehr gut machen und das macht mir auch viel Spaß.